aufwarten können. 150 Athletinnen und Athleten aus 29 Nationen sind mit dabei. Dazu 11 Olympiasieger und 5 frisch gebackene Weltmeister, die direkt aus Moskau hierher nach Linz kommen. Und eine Österreicherin, die leider heute zum Zusehen verdammt ist, nämlich Beate Schrott. Beate, herzlich willkommen ebenfalls in Linz. Wie weh tut es heute angesichts dieses Starterfelds hier zuschauen zu müssen? Ja, ich muss ehrlich sagen, es tut schon weh. Ich würde heute sehr gerne mitlaufen und mit der Hürdenkonkurrenz an den Start gehen. Aber ja, das mache ich jetzt schon seit längerer Zeit zuzuschauen. Ich habe auch die WM vom Fernseher verbringen müssen. Und ich kann nur hoffen, dass ich nächstes Jahr wieder am Start stehe. Ja, dieser Hürdenlauf, der ist ja besonders stark besetzt. Sally Pearson, die Olympiasiegerin, und auch Tiffany Porter, ihre Trainingspartnerin, da wäre man natürlich gern dabei gewesen. Auf jeden Fall. Aber ich werde sie anfeuern, ich werde die Daumen drücken und werde es mir von der Tribüne aus anschauen. Wie geht es Ihrer Verletzung? Wann darf man mit einem Comeback der Beate Schrott rechnen? Also es geht prinzipiell mit der Verletzung absolut gut voran. Es ist nur so, dass ich heuer nicht mehr so fit werden könnte, dass ich wieder an den Start gehen kann, weil ich einfach einen großen Trainingsrückstand habe. Und mein Comeback ist mit der Hallensaison geplant. Also Anfang nächsten Jahres davor, habe ich mir sagen lassen, gibt es noch eine längere Reise als Belohnung. Denn wir dürfen gratulieren, das Medizinstudium ist erfolgreich absolviert. Ja, so gut wie. Also mein Freund hat es schon erfolgreich absolviert und ich bin kurz davor und jetzt gönnen wir uns eine längere Reise nach Amerika. Ja. Das heißt, das Comeback dann 2014 bereits als Dr. Beate Schrott? Ja, hoffentlich, genau, ja. Sie sind heute sozusagen vom Himmel gefallen, haben einen Tandemsprung gewagt, das erste Mal in Ihrem Leben. Wie war das Feeling, wenn man schon nicht mitlaufen kann, dass man zumindest vom Himmel springt? Es war unglaublich. Also zuerst die Nervosität und dann das Gefühl, wenn man aus dem Flieger rausspringt, das ist unbeschreiblich. Das ist Wahnsinn. Also das Herz bleibt stehen, der Magen rutscht einem rauf und es ist echt wirklich unglaublich. Also das Herz ist Ihnen fast stehen geblieben. Das wird hoffentlich heute auch den Besuchern stehen bleiben bei dieser top besetzten Veranstaltung. Ein Wort noch zu den Google Games. Was bedeutet es für die österreichische Leichtathletik so eine Veranstaltung? Also für uns Österreicher ist es eine wahnsinnig wichtige Veranstaltung, weil also dieser Konkurrenzkampf mit besseren Athleten, mit internationalen Athleten, ist ein wesentlicher Bestandteil in der Leistungsentwicklung. Und deshalb ist es vor allem für die Jungen eine große Chance, dass sie auf heimischem Boden so einen Startplatz bekommen. Und natürlich für uns alle ist es wirklich ein wichtiges Meeting. Und ja, vor heimischem Publikum zu laufen, macht immer riesen Spaß. Also es ist für mich eine sehr wichtige Veranstaltung. Ja, dann wünschen wir der Beate Schrott viel Spaß beim Zuschauen und auch Ihnen viel Spaß beim Zuschauen bei den Höhepunkten der Google Games 2013, kommentiert von Thomas König. Da haben wir schon die Star-Präsentation mit 400 Meter Hürdenstar Felix Sanchez, dem Olympiasieger von London. Die kurzen Hürden gehören ihm. Aris Merritt aus den Vereinigten Staaten, der Weltrekordhalter im Duell mit dem Vorgänger in Sachen Weltrekord. Dairon Robles, der Kubaner, der im Augenblick nicht für sein Land starten darf, dann Skilwoni Calwer, die 4x100 Meter Weltmeisterin mit der Jamaika-Staffel. Und das ist der zweitschnellste Mann der Welt, Justin Gatlin aus den USA. Er heute der Star über die Sprintstrecke. Dazu dann noch Alexander Menkov, der russische Weitsprung-Weltmeister und der Überflieger mit dem Stab. Renaud Lavioni mit kleiner Show-Action vorneweg. Heuer hat er nur Silber gepackt in Moskau. Vorneweg gibt es einen Showbewerb und zwar Felix Sanchez gegen Tom Oehler, den Trial-Bike-Weltmeister und Weltrekordhalter, der mit dieser Action über 400 Meter Hürden gegen den Mann aus der Dominikanischen Republik antreten muss und will. Eine Action, die ja schon bei Wetten, dass erfolgreich gegen den deutschen Meister über 400 Meter Hürden erledigt hat. Aber Felix Sanchez ein anderes Kaliber. Und Sie sehen, wenn ihm ein bisschen die Beine schwer werden, dann wird es ein bisschen knapp mit den Hürden. Aber Tom Oehler schon mit sattem Vorsprung gegen Felix Sanchez auf der Zielgeraden. Ja, schlussendlich wird es ein klarer Sieg, auch wenn den 30-jährigen Sportwissenschaftler aus Bettenbach in Oberösterreich ein bisschen die Kräfte im Finish verlassen. 44,61, das vermag natürlich kein 400 Meter Hürdenläufer auf der Welt zu leisten. Und das muss auch Felix Sanchez kopfschütteln, zur Kenntnis nehmen. Tolle Show. Das noch auf den ersten Hürden, sauberer Einlauf
44,62 schlussendlich für Tom Oehler und 49,86 für Felix Sanchez. Zum Vergleich, der Weltrekord steht bei 46,87 von Kevin Young gehalten. No, it's very difficult because obviously as the race goes on. Ja, war ziemlich schwierig natürlich, je länger das Rennen geht, da hat er das Momentum auf seiner Seite mit dem Rad. Es war interessant, hat Spaß gemacht. Ich bin seit 15 Jahren da im Zirkus mit dabei und dann ist es ganz witzig und okay, mal was Neues zu probieren. So was anderes für mich, für die Zuschauer. Das nächste Mal gibt es vielleicht eine Revanche, aber nur über 200 Meter. Da wäre, glaube ich, die Chance besser auch für mich. Aber er war sehr schnell. Einen oberösterreichischen Sieger gibt es bereits bei den Google Games 2013. Was bedeutet für Sie, mal einen Olympiasieger zu schlagen? Ja, ist natürlich genial. Gerade daheim vor heimischem Publikum, Familie war da, Freien war da, ein unglaubliches Gefühl. Und trotzdem, wie die Leute Gas gegeben haben, das hilft natürlich auch, dass man nur ein bisschen mehr andrückt. So, dann geht's los mit dem ersten echten Bewerb, sozusagen 400 Meter Hürden der Damen mit Dalila Muhammad aus den USA, der Vize-Weltmeisterin von Moskau. Sie, heuer im amerikanischen Team der Shooting Star, hat sich von 56,0 letzten Herbst auf mittlerweile 53,83 verbessert. Und ihre Konkurrentinnen kommen aus Russland. Denisa Rosolova auf Bahn 3 und auf Bahn 5 Irina Davidova. Beide bei der Heim-WM zumindest im Semifinale gewesen. Beide knapp den Einzug ins Finale verpasst. Rosolova innen auf Bahn 3, sogar Olympiasiebente von London. In Moskau gab es ja mit Susanna Hainova, der Tschechin, eine ganz überlegene Siegerin. Die hat dort mit 52,83 gewonnen. Aber in 54,09 war Dalila Muhammad dort die Beste des Restfeldes. Und sie hat auch jetzt schon die Nase vorn, ist an Christine Spence, an ihrer Landsfrau, die ebenfalls im Semifinale in Moskau mit dabei war, schon vorbeigelaufen. Die Russinnen als erste Verfolgerinnen, aber schon mit ordentlichem Rückstand eingangs der Zielgeraden. Temperaturen so um 17 Grad um diese Zeit, also nicht wirklich ideal. Ein bisschen droht der Regen herein, aber Muhammad lässt sich da nicht irritieren. 55,01 ihre Siegerzeit. Am Schluss ist dann auch noch Denisa Rosolova ordentlich aufgekommen. Ja, 23 Jahre jung, die Amerikanerin. Und Ina Rosolova, die auch schon im Siebenkampf recht erfolgreich war, die auch schon im Weitspringen bei Olympischen Spielen in Peking teilgenommen hat. Und im Vorjahr war sie in London im Olympiafinale als Siebente. Aber der Sieg geht an Dalila Muhammad. 55,01. Und Denisa Rosolova 55,27. Dazu noch Irina Davidova 56,53. Christine Spence als Vierte 57,49. Auf 100 Meter Sprint bei den Damen, auch gut besetzt mit Geronda Williams, die dann bei der Weltmeisterschaft im 200-Meter-Finale dabei war, mit ein paar schnellen Läuferinnen aus Jamaika zum Beispiel. Sie hier, Shiloni Calvert, Goldmedaillengewinnerin in Moskau mit der 4x100-Meter-Staffel, die schnelle Barbara Pierre aus den USA, die in Peking noch die amerikanischen Farben vertreten hat im 100-Meter-Sprint. Dazu Alexandra Anderson, die Siebente im 100-Meter-Finale der Weltmeisterschaften vor einer Woche. Dazu Geronda Williams, die es dort in Moskau ins 200-Meter-Finale geschafft hat. Also sehr stark besetzt. Batalia Bogrebniak aus Russland
Auch sie war mit dabei im 100er, hat allerdings im Semifinale die Segel streichen müssen. Und Aline Bailey aus Jamaika. Ja, immerhin schon Olympiasiegerin mit der Jamaika-Staffel 2004. Also erfahrene, schnelle Damen. Barbara Pierre mit einer Bestleistung von 10,85. Früher für Haiti noch gestartet, mittlerweile für die USA. Und das ist die Weltmeisterin von Jamaika kurz noch gewesen, Calvert. Die schnellen Damen auf 3 und auf 4 und auf 5. Calvert, Pierre und Anderson, das müssten die Favoritinnen sein. Auch hier, wie bei der Weltmeisterschaft, kein Fehlstart erlaubt und ist nun disqualifiziert und draußen. Bahn 3, Calvert, 4 Pierre, 5 Anderson. Ja, ein bisschen sitzen geblieben da Anderson, aber Pierre vorneweg. Mit gutem Start und auch mit einem satten Finish. Ziemlich souverän hier ihr Laufsieg. Barbara Pierre aus den USA setzt sich hier durch. In 11,14 starke Zeit bei doch einem Meter Gegenwind. Und hinter ihr wird es ein bisschen knapper. Geronda Williams und dann Alexandra Anderson. Also in Summe hier dreifacher US-Sieg. Die Jamaikanerinnen schon ein bisschen durchgereicht. Calvert nur an der sechsten Position, kommt hier überhaupt nicht in Tritt. Vorneweg ist alles klar. Barbara Pierre, 27 Jahre alt, mittlerweile mit starken 11,14 für diese Verhältnisse. Heuer hat sie sich nicht für die Weltmeisterschaft bei den US-Trials qualifizieren können. Und hinten Calvert, die hat gebissen. Nicht locker. Ergebnis 11,14 Siegerzeit, Geronda Williams 11,23, 11,27 für Anderson und auch Lawson in 11,31, also alle vier Amerikanerinnen vorne. Ich bin sehr zufrieden, weil mit dem Gegenwind habe ich gewusst, einfach tief bleiben, dann kann das was werden. 11,14 für diese Verhältnisse ist stark eigentlich. Also ich liebe hier diese Verhältnisse. Wenn ich jung war, war ich schon einmal hier als Kind in Linz. Ich liebe das Essen hier und auch die Zuschauer. 100 Meter Hürden leider ohne Beate Schrott, die wir gerne hier natürlich am Start gesehen hätten. Aber mit Linda Thoms. Einzige Österreicherin hier im Feld, 23 Jahre alt aus Wien. Dann haben wir Reina Flor Okori aus Frankreich, die schon dreimal bei Olympischen Spielen am Start war und in Moskau das bis ins Semifinale geschafft hat. Die Olympiadritte von London, Kelly Wells aus den USA. Die Vize-Weltmeisterin Sally Pearson. Olympiasiegerin im Vorjahr hat sich in Moskau nur Brianna Rawlins aus den USA, den Shootingstar der Amerikanerinnen, geschlagen geben müssen. Lucy Skobakova aus der Slowakei, neben ihr auf Bahn 5. Punkt gemischt, Bahn 6, Andrea Bliss aus Jamaika. Aber das sind alles Damen mit Außenseiterchancen hier. Nur Kimura Ayako aus Japan. Die USA noch mit Jackie Coward. Und die deutsche Nadine Hildebrandt, die bei der Weltmeisterschaft auch das Semifinale erreicht hat. Ja, das sind ein paar ganz
flotte Damen hier mit dabei. Natürlich haushohe Favoritin Sally Pearson, die nach dem Olympiasieg ein paar gesundheitliche Probleme hatte, darum noch nicht ganz in jener Form ist. Auch bei der Weltmeisterschaft nicht, wie schon gehabt. 12:28 ihre Bestleistung, 12:22 der Weltrekord. In Moskau musste sie sich mit 12:50 und Silber begnügen. Aber Kelly Wells auf Band 3 müsste eine der großen Herausforderinnen sein. Vielleicht auch die erfahrene Französin Okori. Und ganz außen Nadine Hildebrand aus Deutschland. Ihnen noch Linda Thoms, österreichische Meisterin, Bestleistung 14:10. Ganz rechts. Aber Sally Pearson mit perfektem Start und perfekter Technik auf und davon. Klarer Favoritensieg auch für die Australierin im Hürdensprint hier. Ja, ähnlich wie im 100-Meter-Sprint der Damen. 12:82, da muss man leichte Abschläge hinnehmen, denn auch hier leichter Gegenwind für Sally Pearson, die hier vor der Französin Rena Flor und ich glaube der deutschen Nadine Hildebrand den Sieg bei den Google Games hier einfährt. Oh, der Antritt der Australierin schon beeindruckend und dann macht sie auch keine Fehler. Bestechender Manier. Oh, ganz enge Angelegenheit. Okori Rena Flor auf Platz 2, dritte Hildebrand zeitgleich mit Kelly Wells aus den USA. Ja, 12:82 die offizielle Zeit. Exakt gleich schnell wie der österreichische Rekord von Beate Schrott. 13:17 für Okori, 13:20 zeitgleich Wells und Hildebrand, beide jetzt also auf Position 3 geführt. Sally, it's a difficult season for you. You were injured. Schwierige Saison für sich. Sie waren ein bisschen verletzt. 12:50 Silber in Moskau und jetzt die Zeit. Ja, eine Woche nach der Weltmeisterschaft, da ist man schon ein bisschen müde. Der Wind war auch nicht ideal. Yeah, I just want to get this season over and done with so I can focus on next year. Aber dann schauen wir eben, dass wir diese Saison hinüberkriegen und dann volle Konzentration auf die nächste Saison. Die Zeit 12:82, ja. Mit der Zeit bin ich eigentlich schon zufrieden. Just been a bit more relaxed. Die Australierin Sally Pearson hat sich also über 100 Meter Hürden souverän in 12:83 durchgesetzt. Natürlich ganz gespannt mitverfolgt hat diesen Lauf in ihrer Disziplin Beate Schrott. Beate, eine Hundertstelsekunde über ihrer persönlichen Bestleistung. Wie ist diese Zeit in Linz angesichts der Bedingungen des Windes und auch ein bisschen der Kälte zu deuten? Also prinzipiell ist es eine solide Leistung. Ich habe, muss ich gestehen, schon mit einer bisschen besseren Zeit gerechnet. Aber die zwei, also Sally Pearson und Kelly Wells waren für mich die zwei Favoritinnen für das Rennen. Und die haben beide sehr durchwachsene Saisonen gehabt. Also ich denke mal, die Zeit, beide werden mit den Zeiten zufrieden sein. Es ist Ende der Saison, da fiebert jeder der Pause entgegen, dass man nicht mehr trainieren muss. Und also ich denke mal, sie werden beide nicht unzufrieden sein. Ja, die Sally Pearson teilt ja auch ein wenig mit Ihnen das Schicksal, war auch lange Zeit verletzt, hat es dann aber noch zur WM geschafft. Dort Silber geholt mit 12:50, also aller Ehrenwert angesichts dieses Jahres eigentlich. Absolut, also dass sie dort Silber geholt hat, das war für mich sowieso eine riesengroße Überraschung, eine positive Überraschung. Es hat mich für sie wahnsinnig gefreut und mir hat es auch so gut gefallen, dass sie sich selber so über den zweiten Platz freuen hat können, weil oft, wenn man schon mal die Goldmedaille geholt hat, dann ist ja die Silber nicht mehr der große Erfolg und sie hat sich so gefreut und ich finde, sie ist eine großartige Läuferin. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie heute da gesehen habe. Hat es wehgetan heute, das Zuschauen? Ich muss gestehen, ich war sogar ein bisschen nervös. Natürlich würde man gern selber dort stehen, aber es ist immer spannend, selber auch zuzuschauen. Ja, natürlich nicht so spannend, wie dort zu stehen, aber es hat schon Spaß gemacht. Ja, wünsche mir Ihnen auf alle Fälle weiter gute Genesung, gutes Training und dass wir uns dann 2014 mit der Dr. Beate Schrott dann in aller Frische wiedersehen. Dankeschön. Dankeschön. 110 Meter Hürden der Männer mit Martin Keinrath. 18-jähriger Junioren-Teilnehmer aus Österreich. Und dann ein paar
sehr schnelle Herrschaften. Joel Brown aus den USA, Gregor Traber aus Deutschland auf Bahn 3 und auf der vierten Bahn der Weltrekordhalter. Aris Merritt aus den USA, auch der Olympiasieger aus dem Vorjahr, hat dann auch ein paar Verletzungssorgen gehabt. Darum hat er sich bei der Weltmeisterschaft mit einem sechsten Platz begnügen müssen. Ray Stewart aus den Vereinigten Staaten. Und der zweite Weltrekordhalter in diesem Lauf, eigentlich der Ex-Weltrekordhalter, denn Merritt hat ihm seine 12,87 abgejagen, auf 12,80 gedrückt, der Kubaner Deron Robles, Olympiasieger von 2008, aber im Augenblick im Clinch mit seinem kubanischen Verband, startet für AS Monaco, aber war bei der Weltmeisterschaft nicht startberechtigt. Dazu aus Trinidad und Tobago Michael Thomas. Moskau im Semifinale dabei und außen noch Manuel Brazak, Österreichs Meister in 14,17, Bestleistung 14,10. Also das ist die große Gelegenheit auch für die besten Österreicher, mal in einem absoluten Weltklassefeld sich messen zu können. Aris Merritt, letztes Jahr super Saison gehabt, nach dem Olympiasieg noch in Überform für den Rest der Saison in Brüssel. 12,80 gelaufen, hat da den Weltrekord von Robles gleich um 700stel nach unten gedrückt, nachdem es zuvor 20 Jahre lang im Hürdensprint eigentlich nur so 100stel um 100stel nach vorne gegangen ist. Also Merritt gegen Robles, vielleicht noch Thomas dazu, Stewart. Bahn 4, Merritt, Bahn 6 in Rot. Der dann Robles, der Mann mit Brille. Aber den besten Start, den erwischt hier eindeutig Thomas Mickel aus Trinidad. Aber der räumt da gewaltig ab. Und jetzt kommt Aris Merritt. Jetzt kommt der Olympiasieger und setzt sie noch ganz locker durch. Und ein spätes Finish von Darren Robles, der auch noch nicht so ganz auf Touren gekommen ist in dieser Saison, sichert ihm noch Platz 2. Ein Favoritensieg schlussendlich auch hier, aber die Startphase, die gehört dem kleinen, dynamischen Thomas Mickel aus Trinidad und Tobago. Ja, auch hier leichter Gegenwind. Ein paar erste Regentropfen da dann auch schon zu spüren. Aris Merritt hat sich ja vor der Weltmeisterschaft hier in Linz auch vorbereitet. Da, der zweite von rechts, der kleine Mann aus Trinidad, der kommt am besten weg. Aber der räumt alles weg. Jede einzelne der 10 Hürden, der zweite von links, wird gefällt. Und Aris Merritt braucht seine Zeit, etwa bei Hürde 6. Da hat er dann Mickel Thomas eingeholt. Und Platz 2 noch für Darren Robles. Das Drüberstreuen und Abräumen der Hürden hat dann schlussendlich doch ein bisschen Zeit gekostet. 13,26 offizielle Siegerzeit hier für den Weltrekordhalter. 13,49 für Darren Robles und 13,51 für Thomas Mickel. Österreicher Manuel Brazak 14,36 und Martin Kainrath 15,02. Durchaus im Bereich ihrer Möglichkeiten. Big winner over the hurdles. Aris, what are your impressions about this run and about your time? 13 points. Hat es Ihnen gefallen? Wie sind Sie mit der Zeit zufrieden? 13,26. Ja, nach der Enttäuschung in Moskau ist für mich jetzt eigentlich jeder Sieg wichtig. Und es war ein hochqualitatives Feld mit dem früheren Weltrekordhalter. So, auf der zweiten Hälfte war ich sehr stark heute. Es hat ein bisschen jetzt mit Regen angefangen, aber macht nichts. Die Zuschauer sind großartig, die Bahn ist schnell. Ja, man kommt nach der Weltmeisterschaft auch zurück, will das Beste geben, man muss wieder ein bisschen trainieren. Sie haben ja auch vor der Weltmeisterschaft hier trainiert, sozusagen wie ein Heimrennen für Sie. Ja, das Training war super hier vor Moskau. Das Wetter war großartig, ich kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Nächstes Jahr komme ich wieder.
dann setzt der Regen schon sehr, sehr heftig ein und so gar nicht zur Freude der Stabhochspringer in einem hochkarätigen Feld. Unter anderem mit Björn Otto, dem Bronzemedaillengewinner von Moskau, dem Olympia-Zweiten hier. 5,53 Meter, zweiter Versuch. Ja, niemand leidet mehr unter Regen als die Stabhochspringer. Diffizile Angelegenheit, da kann man es gar nicht rutschig brauchen. Er überquert diese 5,53. Jahre alt mittlerweile. Oft knapp geschlagen vom großen Franzosen Renaud Lavioni. Groß im Punkt Erfolge. Kleine Franzose. Überall der Überflieger gewesen schon, nur nicht bei der Weltmeisterschaft. Der einzige Titel, der ihm fehlt. Malte Mohr. Das ist ja so die Nummer 3 der Stabhochspringer in Deutschland. Fünfter bei den letzten beiden Weltmeisterschaften. Aber er überquert hier dritten Versuch die 5,53. Anfangshöhe. Der Weltmeister Raphael Holzdeppe hat dann seitdem abgesagt für die Google Games. Aber das war ein satter, guter Versuch im dritten von Malte Mohr. Ja, spät eingestiegen für die Verhältnisse, aber zuerst war es trocken und plötzlich musste man. Der kleine Bruder Valentin Lavioni hat es in Moskau bis ins Finale geschafft, dort allerdings einen Nuller hingelegt, keine gesprungene Höhe im Finale, hier aber gut dabei. Zweiter Versuch über 5 Meter und 63. Der kleine Bruder, 22 Jahre jung. Er springt da trotz Regen an seine Bestleistung heran. Die liegt bei 5,65 Meter im Freien, 5,70 Meter schon einmal in der Halle. Damit ein ganzes Stück unter seinem Bruder. Beide den gleichen Trainer haben. Nona, da nützt man natürlich alle Vorteile. Und das ist der Superstar mit dem Stab, Renaud Lavioni. 6,02 Meter schon im Freien. Heuer hat er schon mal den Weltrekord von Sergej Bubka verbessern wollen. Die Latte auf 6,16 auflegen lassen. Hier aber 5,63 Meter. Sein letzter Versuch und damit nichts, keine gesprungene Höhe für Renaud Lavioni, der sich mit einem Salto Nullo hier bei den Google Games verabschieden muss. Na, spielt der Regen auch immer eine Rolle. Schaut da hinauf, es sind wirklich nicht mehr als 5,63. Da hat man sich nicht vermessen. Ein paar Patzer, dazu der Regen und schon steht man mit gar nichts da. Aber der Sieg bleibt in der Familie, denn Valentin, der 22-Jährige, sichert sich mit diesen übersprungenen 5,63 Meter den Sieg hier bei den Google Games in Linz. Vor Björn Otto, 5,53, gleiche Höhe für Malte Mohr, aber ein Fehlversuch mehr und Paul Gilbertus, der Österreicher, an der 7. Stelle mit übersprungenen 5,03. Über die 100 Meter gibt es zwei Entscheidungen, ein B-Finale und ein A-Finale. Im B-Finale zwei Österreicher mit dabei, auf Bahn 5 Benjamin Grill, österreichischer Meister, und das hier Dominik Distelberger, unser bester Zehnkämpfer derzeit, 7.872 Punkte, heuer schon für den schnellen Dominik Distelberger von Union Burgstall, der links neben Grill läuft, dazu Mario Forsyth aus Jamaika und auch der Schweizer Amaru Schenkel mit dabei. Grill ein bisschen besser weggekommen als Distelberger hier, aber jetzt im Finish, da kommt Distelberger und fliegt dann noch einmal vorbei an Grill und gewinnt das innerösterreichische Duell hier. Laufsieg für Mario Forsyth aus Jamaika von dem Schweizer Amaru Schenkel und dann die beiden Österreicher. Ja, Distelberger beim Start,
fasst er ein bisschen was am Rückstand auf, aber nicht allzu viel. Bis zu etwa 60 Meter, 65 zieht Grill weg. Aber im Finish hat Distelberger den längeren und lockeren Schritt. Gute Zeit auch, 10,37 für Mario Forsyth bei 0,8 Meter Gegenwind. Amaro Schenkel 10,68, Dominik Distelberger 10,87 und Benjamin Grill 10,96. Das Paradestarterfeld hat der 100 Meter Sprint der Männer zu bieten mit gleich 4 Läufern, die schon unter 10 Sekunden gelaufen sind. Zuerst einmal Harry Atkins, Arity aus Großbritannien im Semifinale in Moskau mit dabei, eher Bestleistung 10.08. Kasten Bladman aus Trinidad und Tobago, letztes Jahr 9,86 gelaufen bei der Weltmeisterschaft, auch in der Vorschlussrunde ausgeschieden. Jeff Dams aus den USA. ...10.01 sein persönlicher Rekord, aber nicht qualifiziert bei den Trials. Und dann der Vize-Weltmeister, Justin Gatlin, der derzeit am nächsten dran ist an Usain Bolt. Nicht wirklich nahe, aber am nächsten von allen anderen Konkurrenten des schnellsten Mannes der Welt. Justin Gatlin, schon Olympiasieger 2004. In Moskau ist er 9,85 gelaufen, seine Bestleistung steht bei 9,79 aus dem Vorjahr. Er ist hier der Favorit. Dann haben wir noch Ryan Bailey, der fünfte der Olympischen Spiele aus dem Vorjahr aus den USA. Vielleicht der gefährlichste Herausforderer von Justin Gatlin auf Bahn 6, das ist Nickel Ashmead aus Jamaika, fünfter in Moskau mit 9,98. Im Semifinale war er sogar der schnellste mit 9,90 persönliche Bestleistung. Und mit der Staffel hat er natürlich auch Gold geholt mit Bolt und mit Carter. Dazu noch ein Mann, der unter 10 Sekunden schon gelaufen ist. Gabriel Mwumbure aus Simbabwe, 9,98 in diesem Jahr. In Moskau bei der WM hat es für das Semifinale gereicht. Aus den Vereinigten Staaten Calicio Newman. 10,07 persönliche Rekordmarke. Und schließlich noch ein Olympiasieger aus Großbritannien. Und zwar über die 4x100 Meter in Athen 2004. Mark Lewis Francis. Also 9 Mann in diesem 100 Meter Sprintfinale dabei. Die Favoriten Justin Gatlin auf Bahn 4 und Nickel Ashmead auf Bahn 6, USA gegen Jamaika. Er ist ein Superstarter, war auch im WM-Finale 40, 50 Meter vorne, aber konnte in dieser Startphase Usain Bolt zu wenig abschütteln. Bolt war ja auch im Gespräch hier für das Meeting in Linz, aber die 250.000 Euro Startgeld, die Jamaikas Wunderläufer jeweils fordert, die Bahn nicht aufzubringen. Set. Guter Start wieder von Justin Gatlin, der da schon wieder die Nase knapp vorne hat. Jetzt kommt Ashmead auf, aber es reicht im Finish nicht. Es geht wieder an Justin Gatlin. Verpasst ihr zwar den Linz-Rekord, den Google-Rekord von 9,94 von Davidson Esinwa, dem Nigerianer, der nächstes Jahr dann schon 20 Jahre alt wird. Zwar deutlich, aber auch ein Meter Gegenwind für die Sprintasse im A-Finale. Ja, gute Show bei Regen und kühlen Temperaturen. Ja, der Start, der ist beeindruckend bei Gatlin. Kleine, kurze Schritte, lange bleibt er mit dem Kopf unten, richtet sich erst so bei 30 Meter auf und dann hat er schon einen gewissen Vorsprung herausgelaufen und er kann dann auch nochmal den Gang höher schalten und gewinnt hier ganz souverän in 10,08.
Vize-Weltmeister von Moskau, also siegreich hier auf der Google. Nick Lashmid aus Jamaika, Platz 2 in 10:17. Kesten Bladman aus Trinidad, 10:27. Und Jeff Demps aus den USA, 10:29. Oh, das war schon ein sehr, sehr hochwertiges Feld, das Veranstalter Robert Wagner hier an den Start gebracht hat. Justin, you told us the days before you could be able to run 9.8 or 9.9. Ja, Sie können vielleicht hier 9.8, 9.9 laufen, haben Sie gemeint, und diesen Meeting-Rekord schlagen, aber es hat nicht ganz geklappt. Ja, es war eben doch ein bisschen kalt und der Regen, das war nicht wirklich förderlich, aber vielleicht geht es nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird der Meeting-Rekord 20 Jahre alt. Wirklich 20? Ja. Wir haben mit der Staffel bei Olympia mal den 4x100-Meter-Weltrekord gebrochen. Der war dort auch 20 Jahre alt. Vielleicht gute Summen. Also, Sie kommen nächstes Jahr zurück, um diesen Rekord zu packen. Das wäre der Plan. 10:08. Zeit? Ja. Bin zufrieden. Zweite Hälfte war stark. Ich habe es heimgebracht, bin ein bisschen müde von der Weltmeisterschaft. Aber die Zeit war okay. Nächster Weltmeister, Alexander Menkov. Er war in Moskau eine Klasse für sich mit 8 Meter und 56 im Weitsprung. Aber auch hier, das Wetter natürlich ein bisschen Spielverderber. Schade, dass es beide großen Leichtathletikveranstaltungen, das Hypo-Mehrkampf-Meeting, diese Weltklasse-Veranstaltung in Götzis im Mai, total verregnet hat. Mit viel, viel Kälte auch noch. Und dann hier auf der Kugel nach der Weltmeisterschaft leider das Gleiche. Nicht ganz so kalt, aber auch eben viel Regen. Alexander Menkov hat ein bisschen kämpfen müssen. Im fünften Versuch 7,94 Meter. Erst mit diesem Sprung setzt er sich an die Spitze, der 22-jährige Russe. Und dann die 3000 Meter der Herren mit unter anderem einem Daniel Komen, der schon einmal vor 16 Jahren Weltrekordler war über die 5000 Meter. Weltmeister 1997 über die 10.000 Meter, mittlerweile 37 Jahre alt. Und dann ist neben ihm Bernhard Lagard kurz zu sehen gewesen. Noch ein Jahr älter und der hat schon gewonnen ohne Ende. John Kipkoech mit dabei. Da haben wir Bernhard Lagard, Weltmeister 2007 über 1500 und 5000 Meter. Vize-Weltmeister 09 und 011 über die 5000 Meter. Dritter bei Olympia 2000. Zweiter bei Olympia 2004 und. Von 1500 bis 5000 Meter dazwischen ist er überall schon bei den allerschnellsten der Welt gewesen. Und mit seinen 38 Jahren ist er immer noch da, schwer zu biegen. Pacemaker vorne weg, nämlich Vincent Dorono aus Kenia und der Deutsche Arne Gabius. Dazu ist auch Christian Steinhammer aus Amstetten, 25-jähriger Österreicher, hier mit im Feld. Ein Feld, das dann natürlich für ein flottes Tempo sorgt. Ja, das ist immer so eine Geschichte, wenn die Pacemaker vorne weglaufen. Das ist nicht immer ihre Schuld. Da werden genaue Zeiten ausgemacht, die zu laufen sind. Möglicherweise wird das dann genauso erledigt. Aber die hinten im Feld, für die die Pace eigentlich gemacht wird, die spielen nicht ganz mit. Kipkoech, Karoki, hinten haben wir Komen und auch Bernhard Langert. Alle da gut dabei auf den ersten paar hundert Meter. Ja, es ist eine knappe 3-Sekunden-Lücke, die da dann schon aufgerissen ist zwischen den beiden Pacemakern und dem Hauptfeld.
Kurzer Blick wieder zum Weitsprung der Männer. Chris Tomlinson, 31-jähriger Brite, der im Vorjahr bei den Olympischen Heimspielen den 6. Platz belegt hat. 5. auch schon war bei den Sommerspielen von Athen. 8,35 Meter seine persönliche Bestleistung. Schlagsiger, langbeiniger Brite. Ja, springt da an die 8 Meter wieder ran. Nicht ganz, also er wird Alexander Menkow mit diesem Sprung nicht gefährden können, aber hinter dem Russen geht es eng zu auf den Plätzen. Und Tomlinson in seinem 6. Sprung, 7 Meter und 79. Damit kann er den 2. Platz festigen. Tyrone Smith 7,76 und dann 75, 74. Also da ist es eng zugegangen, aber der Sieger an Alexander Menkow aus Russland, der war ungefährdet. Durchgangszeiten bei den 3000 Metern waren ziemlich genau 2,40, der erste Tausender. Und jetzt laufen wir da durch in etwa bei 5,20, also ähnliche Zeit. Es läuft auf eine Zeit von 8,00 hinaus, aber man kann davon ausgehen, dass dann der letzte Tausender nochmal deutlich schneller wird. Die Pacemaker, der zweite, nämlich Rono, räumt jetzt das Feld. Damit geht es mit den letzten beiden Runden und ohne Pacemaker weiter. Das ist der Collis Birmingham aus Australien. Bedan Karoki noch gut dabei und dann Bernhard Langert, Daniel Komen. Bisschen weiter zurück. Das Tempo wird schärfer. Da kommt Ben St. Lawrence, ein weiterer Australier, der bei der Weltmeisterschaft 5000er dabei war, aber es nicht ins Finale geschafft hat. Also die Australier haben sich was vorgenommen hier für diese 3000 Meter in Linz. Und dann sind es noch 500. Gleich gibt es den Schlussgang. Lagert dabei, Komen dabei, aber auch die Australier und der Amerikaner Will Lear. Bernhard Langert startet ja seit geraumer Zeit schon für die USA. Birmingham vorne, Komen wird jetzt überlaufen von Lagarde. St. Lawrence muss da zurückstehen mit Schnauz hinten. Das ist Will Lear aus den Vereinigten Staaten. Da und da zieht Lagarde ziemlich kräftig das Tempo an. Lawrence kann noch folgen und schau an, da kommt dann auch noch Birmingham noch einmal herangeflogen. Und Will Lear, der hat ein starkes Finish, greift hier sogar noch Bernhard Langert an, aber am Ende reicht es nicht ganz und es war ein unglaublich schneller letzter Kilometer von Bernhard Langert, der hier in 7:46:39 die 3000 Meter für sich entscheidet vor seinem Landsmann Will Lear. Und dann stark Ben St. Lawrence, 4. wird kommen, 5. Collis Birmingham. An der 13. Stelle läuft Christian Steinhammer ein, 25er aus Amstetten, mit einer neuen persönlichen Bestleistung über diese Strecke. In 8:05:97 hier aber noch einmal der Einlauf. Bernhard Langert vor Will Lear. Dann Ben St. Lawrence, Daniel Komen und Collis Birmingham, alle, die von den ersten fünf unter 7 Minuten 50 gelaufen und Christian Steinhammer in 8:05:97 und neue persönliche Bestleistung.
Bernhard Lagert, nearly a living legend, fifth time champion. Legende. And now champion Bernhard Lagert. Und jetzt haben wir mal Sieger in Linz. And you know, I was telling somebody, you know what? Why didn't I come here a long time ago? Why is it right now my first time? But you know what? I'm seit langer Zeit erstmals wieder hier. Aber ich bin gerne hier. Es ist wirklich großartig. Das ist wirklich ein ganz tolles Meeting. Man hat hier so viele andere Dinge zu bieten, die andere Meetings nicht haben. Das Show-Event zum Beispiel. And experience it, and of course, winning is actually good. Und gewinnen ist natürlich auch wichtig. The different thing is, you know, they have so many entertainment. Was ist zum Beispiel anders? Es gibt so viel Entertainment. Es gibt vom Sound her ein bisschen was anderes. Es gibt eben diese Show-Einlage. Man versucht ein bisschen was anderes. Es ist auch toll zuzusehen. To me, that tells you something about the character of the meet when it attracts the greatest athletes in the world. And so this is the meet. And you know what? I'm going to come back here next year. Und ich komme nächstes Jahr auf alle Fälle wieder. I'm deadly saying that right now because I really want to come and enjoy and experience again. Also dicke Lobeshymnen hier für die Google Games. Wir sind beim Diskuswerfen. Österreichs U20-Europameister, das große Wurftalent Lukas Weißheidinger. Österreich 1,97 groß, 129 Kilo. Ja, war kein übertrieben guter Versuch von ihm. Aber das große Wurftalent gehabt. Meyer mit einer Fingerverletzung hier nicht mit dabei. Eine Fingerverletzung, die ihn schon länger gequält hat, die auch Mühe bereitet hat bei der Weltmeisterschaft in Moskau. Darum waren es dort nur knappe 60 Meter in der Qualifikation und schlussendlich Rang 18. Vikas Goda aus Indien war immerhin Achter bei dieser Weltmeisterschaft mit 64,03. Hier schafft er 61 Meter und 34 in seinem besten Versuch. Großgewachsene Inder, muss ein bisschen an seiner Athletik arbeiten, aber dann ist ihm durchaus auch der Sprung ganz vorne die Weltspitze zuzutrauen. Er gewinnt vor Altmeister Virgilius Alekna, dem zweifachen Olympiasieger von 2000 und 2004. Und Lukas Weißheidinger belegt Platz 6. Lukas Weißheidinger, es ist letztlich der sechste Platz geworden mit einer Weite von 55,02 als U20-Diskus-Europameister. Gut vier Meter unter der persönlichen Bestweite. Kann man damit zufrieden sein? Ja, also man darf nicht immer die persönliche Bestweite sehen. Man muss die Umstände sehen. Die Saison ist schon sehr lang. Für das ist die Weite eigentlich sehr gut. Ich habe eigentlich konstant geworfen. Auskommen ist mir keiner. Jetzt, das ist immer so. Und summa summarum bin ich nicht zufrieden. Also, nächstes Jahr schaut das schon ganz anders aus. Weil das ist der Höhepunkt. Sprich, dort, wo man am besten ist, ist zeitlich näher im Google-Meeting und dann sind die Weiten auch viel weiter. Ja, je länger die Veranstaltung dauert, desto kräftiger wird leider auch der Regen. Nicht ganz so dramatisch für die Stadionrunde bei den Damen mit einem sehr hochwertigen Feld mit Natasha Hastings auf Bahn 6 der WM5. Von Moskau und mit Novelin Williams-Mills aus Jamaika der 8. Das sind die großen Namen. Bahn 5 bleibt frei. Da hat Rosemary White aus Jamaika zurückgezogen und dann ist abgegangen das Feld mit Verena Menapace auf Bahn 1 noch. 27-jährige Wienerin, die aber hier natürlich nur Außenseiterchancen hat. Natasha Hastings gibt schon mächtig Gas. In Peking hat sie sogar Gold geholt, olympisches Gold mit der amerikanischen 4x400-Meter-Staffel hier noch gefordert auch von Noblin Millions Mills und auf Bahn 3 Jessica Beard aus den USA. Natasha Hastings auf der Zielgeraden, aber schon deutlich vorne. Williams Mills bricht da ein und Beard, die zweite Amerikanerin, sichert sich ganz locker Platz 2 und die Zeit, ja, durchaus ansprechend, 50,91. Für Natasha Hastings, ja, die hier ihrer Favoritenrolle gerecht geworden ist. 49,84 ihre Bestleistung, aber die liegt schon 6 Jahre zurück.
Jessica Beard. Die zweite, die es in Moskau nicht geschafft hat, einen Startplatz zu ergattern, aber bei den letzten Weltmeisterschaften davor jeweils im Semifinale zumindest war, als auch hier wirklich beeindruckendes Starterfeld. Hastings gewinnt vor Beard und Shanna Cox, der Britin, in 52-01. Verena Menapace 56-57. Dieselbe Strecke bei den Männern mit Günter Matzinger und mit Thomas Kain, zwei Österreicher, mit dabei. Ansonsten offenes Feld. Matteo Galvan aus Italien ist in Moskau persönlichen Rekord gelaufen, 45,39, schon unter 45 auf Bahn 6. Josh Manns aus den USA und auch der Olympiasechste von Peking, Martin Rooney, auf Bahn 7 aus Großbritannien. Also die schnellen Leute, 5, 6 und 7. Bahn 2, das ist Günter Matzinger, unser zweifacher Paralympics-Gewinner von London über 400 und 800 Meter und über die 400 Meter auch Weltmeister heuer in Lyon, dort Gold geholt. Vorne Martin Rooney aus Großbritannien auf Bahn 7 draußen, hält hier noch die Spitze von Josh Manns, direkt in Weiß neben ihm laufend, und auch der Italiener Galvan, so geht's auf die Zielgerade. Rene Coas, Trinidad noch mit dabei, aber jetzt im Finish hat Martin Rooney am meisten zu bieten. Und starke 45,43 für den Briten. Na, Zeit wird sogar ein bisschen korrigiert, 45,42. Und auch für Josh Manns und Matteo Galvan Zeiten unter 46 Sekunden. 45,42 Siegerzeit, Thomas Kain 48,59 und Günter Matzinger 49,07. Damit neue Saisonbestleistung für Günter Matzinger, der bis dato 49,45 gelaufen war. Der zweifache Paralympicsieger Günter Matzinger heute auch über die 400 Meter mit dabei. Letzter Platz möchte ich bei Ihnen nicht sagen. Sieger der Herzen ist mir da viel lieber. Wie war es einmal, in diese Weltklasse hineinzuschnuppern? Ja, gewaltig. Meine im Weltklassefeld zu starten, so was ganz Besonderes. Vor heimischem Publikum, super Stimmung da. Hat sehr Spaß gemacht, dieser Saisonabschluss. Inwieweit kann man sich da auch für den Topstars der Szene ein bisschen was abschauen? Ja, abschauen. Ich glaube, man beobachtet die anderen eh ständig, versucht es ähnlich zu machen. Da sind einfach ganz andere Voraussetzungen da. Ich muss versuchen, da irgendwo in meine Verhältnisse zu laufen, mich nicht verleiten zu lassen von einem zu schnellen Anfangstempo. Ich glaube, das hat halbwegs gepasst. Ich bin relativ gleichmäßig durchgelaufen. Die Zeit weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, war ganz in Ordnung. Dann das letzte Rennen des Abends. Die 1000 Meter mit dem Rekordversuch von Andreas Wolter. Die österreichische Bestmarke von Robert Nemeth liegt seit bald 31 Jahren bei 2 Minuten 18,20. Bestleistung von Wolter 2 Minuten 18,34. Also es fehlen 14 Hundertstel dazu. Ein paar schnelle Leute mit dabei. Michael Rimmer aus Großbritannien, Anthony Chemut ist mit dabei und. Also einige schnelle Leute mit Nikolaus Franzmeier, auch ein zweiter Österreicher mit im Feld. Letztes Jahr sogar der Weltschnellste gewesen über diese Strecke im U18-Bereich. Und da kann man sich die Durchgangszeiten ein bisschen anschauen. So etwa 55 Sekunden sollten es sein. Der ersten Runde, da ist man sogar den Tick schneller dran. Also im Augenblick passt die Durchgangszeit. Wolter läuft da auch geschickt von der Position, so etwa auf 5-6. Vorne macht Matt Scherer aus den USA das Tempo. Robin Schemperer, der Deutsche, der auch mitgeholfen hat für die Pace, ist dann auch hinausgegangen. Letzte Runde 1,23, ein bisschen drunter. Auch hier passt die Durchgangszeit noch. Also auch Wolter, so wie er da durchläuft, ziemlich genau auf der Marschroute. Bei 800 Meter sollten es in etwa 1,51 sein. Jetzt geht auch Matt Scherer hinaus.
Und Benson Seurai macht das Tempo weiter jetzt auf Platz 2. Michael Rimmer an der dritten Stelle. 1:51, 52 noch passt, aber jetzt bräuchte er ein gutes Finish. Jetzt braucht er eine 27 Sekunden Zeit für die letzten 200. Und was hat er noch drauf nach einer langen, anspruchsvollen Saison? Das wird vielleicht eher knapp werden. Jetzt wird Wolter ein bisschen durchgereicht. Vorne hinten sprintet noch Paul Robinson Ireland heran und gewinnt in 2:18:29. Und damit gibt es keinen neuen österreichischen Rekord, denn schon die Siegerzeit liegt hauchdünn über der Zeit von Robert Nemeth, 1982 gelaufen. Australischer Sieg im abschließenden Bewerb. Andrew Whiting aus den USA holt sich Platz 2 und besser der Kenianer Benson Seurai wird Dritter. Platz 8 für Andreas Wolter in 2:19:27. Also 1:07 fehlen ganz genau auf die Zeit. Und Nikolaus Franzmeier in 2:21:13 bleibt er so knappe Sekunde über seiner Hausrekordmarke von 2:20:16. Ich wollte es unbedingt probieren, meine persönliche Bestleistung anzugreifen, die schon wirklich ein vom letzten Jahr ein tolles Rennen war. Und ich habe sehr mutig angefangen. Wer mich kennt, der weiß, ich bin kein Angsthase. Ich habe mich gerade die ersten zwei Runden super gezeigt. Am Schluss ist mir dann ein bisschen die Kraft ausgegangen. Andreas Wolter, nach den doch nicht ganz zufriedenstellenden Weltmeisterschaften für Sie in Moskau, hätte man heute diesen uralt österreichischen Rekord angepeilt, aufgestellt 1982. Warum hat man den heute um eine Sekunde verpasst? Ja, es war halt leider so, dass vom Wetter zum Endeffekt nicht ganz mitgespielt hat. Also ich will nicht sagen, dass es katastrophal war, aber es ist natürlich, es hat leicht geregnet, es war ein bisschen kühl, es ist jetzt zu Verzögerungen gekommen im Zeitplan. Macht es keine 10 Sekunden aus, aber ein bisschen was spürt man einfach von dem Ganzen. Darum ist es euch leider nicht ganz ausgegangen. Also ich war knapp eine Sekunde drüber. Es war auch die Siegerzeit nicht einmal ganz jetzt der Rekord. Also das hätte schon ein super Rennen von mir sein müssen, dass sich das heute ausgeht. Aber ja, im Endeffekt hat es mich vor allem gefreut, dass ich da vor heimischem Publikum beim größten Meeting bei uns daheim noch eine halbwegs passable Leistung jetzt bieten habe können. Und ja, es war wirklich schön, jetzt wieder mal da auf heimischem Grund zu laufen. Die 14 Bewerbe bei den Google Games 2013 sind also Geschichte. Und jene zwei Rekorde, die man unbedingt knacken wollte, die sind nicht gefallen. Der im 100-Meter-Lauf der Männer und dann noch dieser Uralt-Rekord über die 1000 Meter, der österreichische Rekord. Meetingdirektor Robert Wagner, angesichts dieser verpassten Rekorde, inwieweit gibt es da heute auch sowas wie Enttäuschung? Na, schauen Sie mal hinter mich, es regnet natürlich in Strömen und gerade vor diesen zwei wichtigen Bewerben, den 100 Metern der Männer und den 1000 Metern, hat es extrem stark zu regnen begonnen. Leichtathletik ist ein Sommersportart, das kann passieren, wenn es regnet und wenn es Gegenwind hat, auch speziell bei den 100 Metern, dann kommen halt die Leistungen nicht so, wie man es gerne hätte. Man wird natürlich international auch immer an dieser Zeit des 100-Meter-Laufs der Herren gemessen. Jetzt ist es eine 10,08. Inwieweit kann man damit leben? Ja, wie gesagt, man muss immer die Verhältnisse, wenn es hier 30 Grad hat, dann schaut die Geschichte ganz anders aus, weil dann haben wir auch Rückenwind. So ist es im Linzer Stadion. Bei Schlechtwetter ist es Gegenwind, bei Gutwetter ist es Rückenwind. Das ist einmal so, die Gerade ist auf einer Seite offen. Aber so ist das Leben und man muss das Ende August, das ist halt Österreich, wir sind in Österreich, Ende August ist das Wetter unbeständig. Und so ist es im Leben, auch im Skispringen ist es so, wenn Wind und Wetter hat und wenn es schneit, dann wird halt nicht 200 Meter gesprungen, sondern nur 150 Meter. Also man kann sagen, die Jagd nach den Meeting-Rekorden geht dann 2014 weiter. Jetzt hat man 11 Olympiasieger da gehabt und 5 frischgebackene Weltmeister aus Moskau. Jetzt muss man wieder natürlich den Namen Usain Bolt auspacken. Heuer hat es nicht geklappt mit der Finanzierung, aber das wäre eigentlich nicht mehr das i-Tüpfelchen, weil viel mehr kann ja nicht mehr kommen. Wenn wir diese Veranstaltung für das nächste Jahr schon früher gesichert bekommen wie heuer, nämlich erst am 10. Juni, dann können wir vielleicht ein bisschen früher anfangen. Wenn wir heuer schon die Zusicherung haben für 2014, dann können wir im Herbst beginnen, die ganze Geschichte vorzubereiten und dann wird es viel, viel leichter. Und vor allen Dingen müssen wir von diesem späten Augusttermin weg. Nächstes Jahr gibt es keine Weltmeisterschaft. Wir werden dann am 7. Juli als Vorbereitung für die Europameisterschaft in Linz gehen und dann hoffen wir, wobei das Garantien gibt es nie, dass wir vielleicht dieses Wetter haben, wie es heuer am 7. Juli war, mit 30, 35 bis zu 40 Grad.
Und heuer kann man sagen, die Frage alleine, kommt er oder kommt er nicht, Usain Bolt, war eine nette Werbung. Ich bin sehr vorsichtig geworden nach dieser ganzen Geschichte. Ich habe das wirklich überschätzt, was das für eine Dimension angenommen hat. Wobei, wie gesagt, ich bin mit Bolt und seinem Manager sehr gut Freund und bin mir sicher, wenn wir uns diese Sache leisten können, dann wird auch dieses Gespräch weitergehen. Den Bewerb oder die Zeit, die Leistung, die Sie heute hervorstreichen möchten? Immer noch die 10.08, ob Sie es glauben oder nicht. Bei Regen und Gegenwind 10.08 zu laufen ist unglaublich. Und wenn man sieht, wie viel Vorsprung Justin Gatlin bei diesem 100-Meter-Lauf hatte, ich glaube, es waren 2 Meter, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie gut die Zeit geworden wäre, wenn das Wetter gepasst hätte. Dann sagen wir Dankeschön. Und die Vorbereitungen beginnen ja bereits für 2014, frei nach dem Motto, nach den Google Games ist vor den Google Games. Wir dürfen uns auf alle Fälle für heute aus Linz verabschieden. Dankeschön und auf Wiedersehen.